Nummer 1. Wer sind Sie? Ich bin Tonja Merz und fertige Männerkorsetts an. Nummer 2. Wer sind Sie? Ich bin Tonja Merz und fertige Männerkorsetts an. Nummer 3. Wer sind Sie? Ich bin Tonja Merz und fertige Männerkorsetts an. Nur eine der drei Damen fertigt wirklich steife Reizwäsche für Männer. Und für sie heißt es jetzt, sag die Wahrheit. Und das ist das Rateteam. Der charmante Lügendetektor Kim Fischer. Der Schnüffler mit dem feinen Näschen Mike Krüger. Die Dame mit dem Röntgenblick Ursula Cantieni. Der clevere Schnellmerker Pierre M. Krause. Und hier ist Ihr Gastgeber, Michael Antwerpes. Gut aus. Ich glaub's ja nicht. Man kann ein bisschen schwer atmen, aber ansonsten sehr kleidsam. Das wäre was für Politiker. Endlich einer mit Haltung und Rückgrat. Ja? Herr Clinton hat da kann man sich richtig anlehnen in das Ding. Sowas fertigen unsere drei Kandidatinnen. Männerkorsetts gibt's im Übrigen für drüber, aber auch für drunter. Informationen jetzt. Mein Name ist Tonja Merz und ich designe Korsetts für Männer. Einigen meiner Kunden geht es einfach nur darum, eine gute Figur zu machen. Anderen aber, und das sind nicht wenige, gibt das Korsett einen erotischen Kick. Egal wie die Wünsche sind, ich beziehe jeden Kunden eng in den Designprozess ein. Denn es handelt sich ja um ein höchst individuelles Kleidungsstück, das genau passen muss und auf keinen Fall unangenehm drücken darf. Wenn die vielen Nähte ringsherum nicht millimetergenau stimmen, dann hält es der Träger nur sehr kurze Zeit darin aus. Stimmt. Wobei gerade der straffe Sitz und die Schnürung den besonderen Reiz ausmachen. Sie sehen, ein gutes Korsett ist ein wahres Kunstwerk, sagt Tonja Merz, unsere Korsettdesignerin bei Sag die Wahrheit. In so einem guten Stück stecken mindestens 8 Stunden Handarbeit. Mindestens. Ja. Kim beginnt. 45 Sekunden. Kandidatin Nummer 1. Der Mike hat sich direkt das Wort erotisch unterstrichen. Wie erotisch ist es denn wirklich, wenn ein Mann das trägt? Also ich finde es sehr erotisch. Also es betont einerseits das Maskuline. Man kann es natürlich auch anders schnüren. Kandidatin Nummer 2. Danke. Wie maskulin finden?